Willkommen zur Reise nach Sophie Xhausen. Sobald das Spiel losgeht, oder rennt ihr im Uhrzeigersinn auf der grünen Fläche um die Maschinen herum. Oh no. Die mächtige Macht der Mäuse wird das Flutlicht in der Mitte ausschalten. Sobald das Licht erlischt, müsst ihr in eine Maschine einsteigen. Wer in keiner Maschine sitzt, kommt zu mir auf den Felsen und schaut den anderen weiter zu. Die erste Maus, die es nicht schafft, in die Maschine zu steigen, erhält 0 Punkte. Danach gibt es einen Punkt, danach zwei, so lange, bis die letzte Maus übrig ist und 9 Punkte erhält. Scheiße. Während das Licht leuchtet, darf nicht stehen geblieben und die weiße Fläche nicht bewandert werden. Scheiße. Viel Glück, Battlemäuse. Das stresst mich so, dieses Spiel. Das hat mich schon im Kindergarten richtig krass gestresst. Oh no. Nun gut. Können wir vielleicht einmal testweise das Flutlicht in der Mitte ausmachen, dass ich nur kurz sehe, also dass man nur kurz sieht, wie krass der Lichtunterschied ist, ob man die ganze Zeit drauf gucken muss oder ob man das auch sieht, wenn man halt nach vorne guckt? Ach, es wird einfach abgerissen. Okay. Chili, es wird einfach abgerissen. Okay, also es fällt schon auf. Gut. Können wir mal hier nicht alle so auf einem Fleck stehen, Leute? Geht weg! Nein, ihr sollt mir nicht hinterher rennen. Hallo, bleibt doch mal stehen! Nun gut, mögen die Spiele beginnen. Rennt. Start. Okay. Rennen oder joggen? Gehen oder rennen, es darf nur nicht stehen geblieben werden und immer auf der grünen Fläche bleiben. Und die erste Maus, die raus ist, ist Blackfield. Blackfield, komm bitte nach oben. Oh mein Gott. Sophie, würdest du bitte ein Fahrzeug entfernen? Ja. Entfernen? Wegfahren? Einfach wegfahren. Oh. Einer, sobald Sophie sich im Uhrzeigersinn bewegt, geht es weiter. Okay, ich laufe. 0 Punkte für Blackfield in diesem Minispiel. Warum hat aber jemand geschummelt? Achso, stimmt, es ist jemand tatsächlich schon ein bisschen früher gelaufen. Schiedsrichter, da müsstet ihr bitte ein bisschen drauf achten. Einer ist da schon ziemlich früh. Und irgendjemand... Einen Moment, also, dann werde ich einmal Rücksprache halten. Sollen wir weiterlaufen? Das stimmt. Einer ist da, das stimmt. Einer ist da schon ein bisschen früher reingelaufen. Ich denke jetzt halt, Flo sitzt schon drin, aber Flo ist einfach nur genau gegenüber von mir. Ihr könnt stehen bleiben. Oh. Die Aufnahme hat bewiesen, dass Flo, aus was für einem Grund auch immer, ein wenig früher loslaufen konnte als die anderen. Dementsprechend, Blackfield, hast du 10 Schutzengel heute bei dir. Wir wiederholen das Ganze. Oh no, scheiße. Ich fahr's wieder rein, ne? Sehr gerne. Fuck, ich dachte, Flo fliegt dafür raus. Shit. Flo, könntest du einmal bitte im Twitch-Chat erklären, ob du das Licht gesehen hattest oder aufgrund von Aufregung vielleicht schon früher losgelaufen bist? Sei ruhig ehrlich.
Flo einfach aufgeregt. Ich muss sagen, als Flo losgerannt ist, war ich kurz auch so ein bisschen so, ist das Licht schon aus? Ah, ja, das stimmt tatsächlich, ja. Man denkt immer, dass die, wenn die Namen gegenüber auf der anderen Seite sind, dass die schon drin sitzen. Habe ich eben auch schon gesagt. Sophie, es liegt in deiner Entscheidung, ob Flo somit die erste Person ist, die rausgeht, oder nee, ob wir das Ganze wiederholen. Nee, wir wiederholen. Ist schon okay. Aber falls jetzt nochmal jemand Frühstart hier hinlegt, dann raus. An der Stelle, um dieses ganze Problem zu vermeiden, bitte ich euch, einmal auf der Tastatur Escape zu drücken, auf das Zahnrädchen zu gehen, was das dritte von unten ist, und dann unter allgemeinen Einstellungen, das ist das erste, der letzte Punkt, Spielername anzeigen, dies bitte deaktivieren. Ja. Macht Sinn. Sobald diese Einstellung vorgenommen ist, bitte in den Ingame-Chat einmal ein Plus setzen. Nun gut. Bitte orientiert euch an dem Licht. Sobald Sophie anfängt, loszurennen, geht es los. Viel Glück, Bettelmäuse. Oh. Ich hab verkackt. Jetzt weiß man nur nicht, welcher noch leer ist. Nicht die letzte? Nee. Shogun. Ich fahre! Das ist nicht bewusst! Das ist so in Ordnung. Du musst so oder so ein Fahrzeug raussetzen. Entschuldigung, ich bin einfach losgefahren. Du bist raus. Oh mein Gott. Wenn die Namen deaktiviert sind, sieht man auch nicht, in welchem welche jemand drin sitzt. Shogun 8-4. Erhält 0 Punkte. Ich bin so aufgeregt bei dem Game, das ist furchtbar. Ich hasse das. Aufgrund von fehlenden Spielernamen ist es umso spannender. Mhm. Findest du nicht auch, Sophie? Ja, nur gib einmal Bescheid, wenn halt, ja, wenn nur noch einer sucht, ne? Damit man nicht rumrennt und sucht und, das ist das alles habe schon... Ihr habt beide sehr lange gebraucht, um ein freies Fahrzeug zu finden. Ja, okay. In Ordnung. Sophie... Auf dein Zeichen, Schiedsrichter, bitte die Zeiten ein bisschen anpassen. Es bleibt spannend. Der erste Punkt wird gleich vergeben. Und Pasta ist raus. Oh Gott! Hasta la Pasta bekommt einen Punkt. Es ist so... Oh Gott. Das ist so aufregend, ich kann das nicht. Nein, wenn du reintappst, kommst du nicht als erstes in das Fahrzeug. Du würdest in ein anderes kommen, wenn du tappst. Ist immer schwierig, halt ab welcher Distanz kann man schon drücken. Das ist, glaube ich, gerade so das Ding. Das ist halt wirklich eine Millisekunde. Weiter geht's. Der nächste Teilnehmer, Teilnehmerin, der oder die ausscheidet, erhält 2 Punkte. Diesmal sind nicht so viele bei Sophie. Sophie legt den Rückwärtsgang ein. Jederzeit könnte das Licht ausgehen. Tick, tack. Junge, ich hasse dich. Das ist so frech.
Und MB Brosch ist raus und erhält 2 Punkte. Oh mein Gott. Bitte immer nur Sophie die Fahrzeuge rausfahren lassen, Mr. Blackhawk. Ja, ich glaube, manche fahren die automatisch los. Es ist nett gemeint. Oh, jetzt wurden 2 rausgefahren, oder? Richtig. Hörst du wieder rein, Blocker? Bitte ein Fahrzeug zurückstellen. Kein Problem, Mr. Blackhawk. Ja, okay. Oh, ich kann das nicht mit meinen Nerven, ne? Das macht mich völlig, völlig wahnsinnig. Benötigst du eine Pipi-Pause? Nein, 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 bitte nicht. Ich will es hinter mich bringen. Ordnung. Es ist wirklich, oh. Dann leg los. Tick, tack. Tick, tack. Eins, zwei, Sophie, komm vorbei. Sophie, ja, entschuldige. Ich hab's gehört. Und Mr. Blackhawk, 8-5 ist raus. Oh, so viele verwirrt. 3 einfach in der Mitte gestanden. Und erhält 3 Punkte. Scheiße, das ist... Ich kann... Oh Gott. Okay. Ein kleinen Moment. Wir müssten das Spielfeld ein klein wenig anpassen. Oh, Mabo, schreib sowas nicht in den Chat. Vielen Dank, Schiedsrichter. Nun gut. Auf Sophie, dein Zeichen. Ja, let's go. Sophie, möchtest du einmal erörtern, wieso du rückwärts rennst? Nee, ich lauf seitlich. In Ordnung. Ich guck das Licht an die ganze Zeit. Von hier oben sieht es aus, als ob du rückwärts joggen würdest. Ich guck das Licht an. Du hast eine sehr gute Figur. Danke. Und Buschfrau ist raus. Und erhält 4 Punkte. Oh Gott, ey, das ist wirklich... Aber ich glaube, ab dem jetzigen Zeitpunkt kann man schon zufrieden sein. Also, ne, man kann auch vorher natürlich zufrieden sein, aber ich glaube, jetzt ist es... Ab jetzt ist man schon in der zweiten, also in der oberen Hälfte. Fünf Spieler, 4 Fahrzeuge. Geht's los? Der nächste Spieler erhält 5 Punkte. Okay. Es geht los.
eine Lampe. Fünf Punkte für die nächste Person, die es nicht schafft, rechtzeitig zu sitzen. Und es ist Blackfield 0815. Oh. Bitte aussteigen. Ey, das ist wirklich für mich der größte Stress gerade des Spiels. Das macht mich so fertig. Oh, das ist wirklich ganz schlimm für mich. Ich habe es gehasst, auch Fange zu spielen in der Schule. Weil ich das aber so Stress, wenn jemand hinter mir hergerannt ist. Okay. Nun gut. Nun wird um 6 Punkte gespielt. Viel ist nicht mehr übrig. Weiter geht's. Scheiße. Sophie, ja. Du bist raus. Ah, Mann! 6 Punkte für Sophie. War genau in der Mitte. Das war aber auch sehr gefährlich, zu zweit darum zu laufen. Ja, ich habe ja extra überholt. Aber ich war genau in der Mitte. Scheiße! Ärger mich. War leider genau dazwischen, zwischen zwei Fahrzeugen. Es war klar, dass ich das nicht schaffe. Schadi, schadi. Okay. Boah, jetzt aber echt frech. Also es ist echt sehr schwer jetzt. Und vor allem, ich bin Vierte geworden und die Vorhersage war Top 3, ne? Eieiei, es tut mir leid. Nun geht es um 7 Punkte. Sophie, magst du ein wenig weiter nach vorne kommen? Ja, darf man die Namen eigentlich wieder anmachen, dass ich die jetzt sehen darf? Sobald ihr raus seid, dürft ihr den Namen wieder anmachen. Nice. Okay. Die Spieler laufen. Pole, Flo und Anchen. Let's go. 7 Punkte. Die Moderation übernimmt Sophie. Ich übernehme die Moderation. Okay. Anchen ist allein unterwegs. Das kann, also das ist ziemlich gut. Aber zum Beispiel, ich habe schon mitbekommen, Anchen läuft immer das gleiche Tempo. Sie wird nie schneller, wenn sie irgendwie bei Keim, jetzt legt sie kurz den Turbogang ein, aber sie bleibt immer gleich schnell. Das kann gut sein, kann aber auch schlecht laufen natürlich, ne? Jetzt hat sie gerade super gute Chancen, weil sie alleine ist, aber leider geht das Licht nicht aus. Und es ist so spannend. Alle haben einen sehr guten Abstand. Einen sehr, sehr guten Abstand. Die zwei Männer hier alle ziemlich auf einem Fleck. Es wird... ja. Ja. Oh, wie schön sieht das aber übrigens aus, wenn das Licht weg ist. Sieht ja toll aus. Oh. Metropole ist raus und erhält 7 Punkte. GG's. GG's, GG's. Oh, nun jetzt ist halt, jetzt ist echt... einen Schlag entschieden, wer 8 und wer 9 Punkte erhält. Aber schon beide jetzt richtig, richtig strong. Also schon jetzt richtig gut. Das ist jetzt wirklich Glück, ne? Das ist jetzt echt Glück. Kann alles passieren. Es wird ganz in die Mitte gestellt, damit man theoretisch von jeder Position aus schnell hinkommen kann. Mal gucken. Spannend, 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 spannend.
Ich weiß gar nicht, was meine Taktik jetzt wäre. Ob ich nah an der Person dranbleiben würde, weil dann hätten beide sozusagen die gleichen Voraussetzungen. Oder ob ich eben möglichst weit von ihr weg bin. Dann hätte ich eine 50-50 Chance, ob besser ist oder nicht. Ist die Frage, was ist jetzt hier die richtige Variante? Wir werden es gleich sehen. Ich sag ja Frauenpower und so, ne? Ich drücke Anchen wirklich hardcore die Daumen. Aber ich würde es natürlich auch Flo gönnen. Also um Gottes Willen. Aber es ist ein Stressspiel. Ich möchte nicht in der Situation von beiden sein. Stelle ich mir gerade fürchterlich vor. Dieser Stress, wenn das Licht ausgeht, hinrennen zu müssen. Sind beide ziemlich genau auf einem Fleck. Oh, Flo hängt an der Laterne fest. Ist mir auch ein paar Mal passiert. Okay. Es war so knapp. Somit erhält Anchen 8 Punkte und Flo 9. Aber GG's, ey. Beide richtig, richtig, richtig strong. Das ist Sophie, also positiv gestresst. Ja. Könntest du noch einmal bitte die Rangliste vorlesen? Vorlesen? Ja, bitte. Also... Du kannst dir aber auch zeigen und ich kann sie vorlesen. Ach, jetzt hat sie sich auch aktualisiert. Also, Sophie und Metropole teilen sich aktuell den ersten Platz mit insgesamt 19 Punkten. Kurz danach gefolgt von Flo, der sich durch seinen Win im letzten Game schlagartig auf den dritten Platz katapultiert hat. Danach kommt Alina mit 17 Punkten. Danach haben wir eine kleine Lücke in den Punkten, die aber gar nichts zu bedeuten hat. Antchen und Blackfield beide mit 14 Punkten gleich auf. Kurz gefolgt von Mr. Blackhorn mit 13 Punkten. Und im Anschluss haben wir Brosch und Shogun mit jeweils 9 Punkten und Pasta mit 8 Punkten. War das schön? Ich hoffe, alle sind zufrieden. Oh, und yeah. Ich kann jetzt schon sagen, die Punkte haben noch nichts zu bedeuten. Ist echt so, gar nichts. Kann sich noch alles ändern. Das kann man ja sehen, Flo war eben auf dem 9. und ist jetzt einfach direkt auf dem 3. hoch. Eieieiei. Sobald alle Spieler bereit sind, bitte ein Plus in den Ingame-Chat. Das sieht vollständig aus. Oh yeah. Zurück zu den Fahrzeugen. Auf so ein Spiel wäre ich niemals gekommen. Aber es ist so gut. Nun kommen wir zu einer meiner Lieblingsminispielen. Oh shit. Wenn es Pascals Lieblingsminispiel ist, dann ist es irgendwas Gemeines. Bitte schaue zu deiner Rechten. Oh mein Gott, Chat, jetzt kommt das mit dem, was ich im Video gar nicht zuordnen konnte. Was für mich aussah wie so eine Pipe, so eine Skateboard-Pipe oder so. Irgendwas mit Werfen? Naja, nee, wir haben ja keine Superkraft. Deswegen, das kann es nicht sein. An der Stelle möchte ich vorab sagen, bitte park die Fahrzeuge und bleibt in den Fahrzeugen sitzen. Okay. Hier, guckt euch das an, Chat. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Autofußball. Oh, das wäre krass. Aber ich glaube, es gibt nichts, was ein Fußball ist, ne? Ich glaube, das kann man nicht machen. Jetzt wird's schmutzig. Oh no. Schmutzig. Eieieiei. Ein Rundballen?
Boah, das wäre krass. Autofußball mit einem Rundballen? Ach du Heilige, das wäre krass. Aber es ist halt schwierig. Also, da kann man ja eigentlich nur Teams gegeneinander machen, ne? Gucken. Bitte in den Fahrzeugen bleiben. Sophie, komm du als Einzige bitte mit nach oben. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Nun kannst du den Twitch-Zuschauern live dein Gesichtsausdruck über dieses Minispiel teilen. Schau es dir an. Ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das brauchst du auch nicht. Da stehen LKWs. Da stehen Pickups. Bitte noch nicht beschreiben, was du siehst. Okay. Denn die anderen Teilnehmer sind noch nicht hier oben. Okay. Ja, ich keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung.